Hi Leute und willkommen zurück zu Silent Hill Dampur, wo wir das letzte Mal eigentlich die Bewährungsstrafe beziehungsweise das Dokument zur Bewährungsstrafe beziehungsweise der Bewährung bekommen haben. Leider habe ich jetzt feststellen müssen, dass wir an einem komplett anderen Punkt wieder gespawnt sind, was natürlich sehr, sehr bereichernd ist für uns, denn wir haben ja eigentlich schon das Sentinel Building aufgesucht, dass ich jetzt mal kurz auf der Karte herschwenken werde. Dummerweise bin ich wieder an einen völlig anderen Punkt gespawnt. Praktisch wurde nicht gespeichert oder so. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen und das werden wir auch gleich tun. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Tja. Zuerst müssen wir mal wieder in den Logan's Park, wenn ich recht habe. Und die Reise beginnt von neuem. Da war die Bank. Eigentlich brauche ich da nicht lang schauen. Da... Nein! Ach komm, oder? Da ist man 2 Minuten unterwegs, dann rennen schon wieder die Frauen einen hinterher. Wir müssen aber woanders lang. Halt die Klappe. Einfach laufen. Wir müssen nämlich hier lang, genau. So, dann durch den Park. Auf geht's, auf! Ich habe mir gerade noch ein paar Serien angeguckt und war fasziniert, dass man auf Sendern wie den Disney Channel wieder stoßt. Aber in den Apartment waren wir schon von Harry, ja. Hoffe ich. Okay. Dann brauchen wir da nicht lang. Das Artefakt haben wir hoffentlich auch noch. Es leckt wieder hier alles. Der Park ist nicht dazu geeignet, um durch die Straßen zu gehen. Man sollte immer mit Motorrädern durchfahren. Mittendurch. Was ist das? Ein Holzbrett, okay. Und wieder mal Kerzen. Ja, dann gehen wir in das Gebäude rein. Scheint's nichts mehr zu geben. Ich hoffe, ich gehe überhaupt richtig. Da sind wir falsch. Was auf ihm? Flaschen. Harry könnte ja Flaschensammler werden. Voll professionell. Scheiße. Wo müssen wir lang? Ach, die Mistviecher sind wieder unterwegs. Ah! Ja, ich bin falsch gegangen. Das ist es. Ach komm, hau ab. Ah, scheiße. Okay, wir hauen besser ab. Voll mutig laufen wir wieder hinfort. La 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 la. Lass mich zufrieden, bitte lass mich gehen. Ah. Gab's hier irgendwas? Ich hoffe nicht. Okay, dann können wir auch gleich wieder in das Gebäude rein. Schmeiß die Axt die Straße runter. Nein, Spann. Hey, da ist noch eine Plattform. Vielleicht kann Murphy mit seinen Teleportkräften darüber schwingen. Murphy ist ja in Wirklichkeit ein Zauberer. Das weiß noch keiner. Zum Beispiel kann er diese Tür öffnen ohne jeglichen Schlag. Und da sind wir wieder bei den Bewährungsunterlagen. Kann ich das wegschalten? Das kennen wir ja schon. Who is doing this? What do you want from me? What do you want from me? Hey, Murphy! I got your paperwork here. Take a look. Hey, Murphy, remember, this is a limited time offer, my friend. I'll let you know. What's up, Officer Coleridge? What was that about? Nothing. Hey, don't bullshit a bullshitter. Sewell's bad news, Murph. He doesn't do anyone favors. What are you in for with him? It's nothing. It's... Don't worry about it. For your sake? I hope so. I don't want to get your hopes up, kid, but the parole board's looking pretty closely at your case.
Don't screw this up now. Not after all I've done to get you out of here. Don't worry, Officer Coleridge. I got it all under control. Just some unfinished business to take care of. What the hell are you doing in here anyway, Murphy? You're not like these guys. Told you, sir. Car theft, resisting and evading, and... Yeah. You stole a police cruiser and let him on a 10-hour chase down the Eastern Seaboard. What makes a guy with no priors and a clean sight do something that stupid? I think you at least owe me the truth. Maybe I just needed to escape from the world for a while. Yeah, well, you just steer clear of Sewell and do your homework, right? You got it, Chief. So. Denn Murphy hat ja letztlich das Auto geklaut. Gut, wenn er etwas fester gewesen wäre, hätte ich so gesagt, vielleicht hätte er ein Stückchen Schokolade drin gefunden, oder vielleicht hätte er deshalb das Auto geklaut, aber es gibt keinen Grund, ein Auto zu klauen, das man eigentlich nicht klauen sollte, erst recht, wenn es ein Polizeistreifenwagen ist. Und für eine 10-stündige Fahrt, mein Gott, wahrscheinlich ist Murphy arbeitslos und hat nichts zu tun, keine Ahnung. Na, der Ladebildschirm ist immer extra interessant. Und wir machen weiter. So. Als erstes werfen wir die Axt. Okay. Nein, Spahn, wir gehen jetzt da rein. Da schon wieder Kaffee. Murphy säuft wahrscheinlich. Ja, kennen wir auch schon. Habe ich, glaube ich, schon vorgelesen, oder? Ja. Dann gehen wir mal durch diese wunderschöne Türe. Ach du Scheiße. Ist das ein Gefängnis? Nee, oder? Türe schließen? Türe schließen? Warum die das nicht automatisch reinbauen hätten können? Wirf mal das runter, dass wir kurz mal lesen können. Wesentiell Building! Ganz oben ist die Radiostation, die anderen wurden alle weggestrichen. Anscheinend ist diese Radiostation total sinnlos oder inaktiv. Deshalb sind diese restlichen Büros durchgestrichen oder in Silent Hill ist eine Wirtschaftskrise ausgebrochen. Town Museum, Radio Station, Restaurant. Wir sind jetzt praktisch in der Parking Area. Ja, toll. Müssen wir die ganzen Stockwerke uns hochkämpfen. Haben die vielleicht einen Aufzug? Weil Aufzüge sind ja so begeisternd in Horrorspielen. Das Sentinel Building. Okay. Die Räume sind nicht begehbar allen anscheinend. So. Da kommen wir nicht durch. Da ist keine Tür. Warum kommen wir da nicht durch? Weil die Tür eingerostet ist. Die hat nicht mal ein Schloss. La 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 la. Irgendwo sind wieder Monster. Okay. Was ist das für Bücher? Da, die Bibel. Lesen wenig, Murphy. Okay, scheint sicher zu sein. Türe schließen. Immer schön die Türen schließen. Okay. Man weiß ja nie. Komme ich da nicht irgendwie rein? Ich glaube, wir müssen da rein. Irgendwo sind wieder Monster. Mein Gott, freut mich das. Da irgendwas? Nö.
Soll ich zu dem Polizeiauto gehen? Ich glaube nicht. Ich schaue mich jetzt erstmal um. Vielleicht kann ich da rein. Aufschließen! Aufschließen! Aufschießen vielleicht! Okay. Nehmen wir mal den Colt, sicherheitshalber. Ich traue der Sache nicht. Versuchen? Gehen da hinten ab. Ey, wer ist denn das gewesen? Der Riesenschatten, also der gefällt mir nicht. Kann ich da runter vielleicht? Öffnen? Ach, wir brauchen die Axt, okay. Wir nehmen wieder den Colt. Sicher ist sicher. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Hoffe ich. Was ist denn da unten, ne? Wahrscheinlich kommt jetzt Pennywise der Clown hoch. Wayflow! Ach, das ist gar nicht mein Walkie-Talkie, das ist das im Auto. Gott, und ich hab mir schon Sorgen gemacht. Gibt's da irgendwas? Kann ich den über Shell einfach wegballern? Zum Glück ist zugeschlossen, ey. Ich hab das jetzt ernsthaft genommen. Ich muss den hoffentlich nicht töten, dass ich da rein kann. Kann ich den Kofferraum öffnen? Alter! Okay, wir haben eine UV-Lampe. Ah! Halt die Klappe. Kann ich den Motor... Nein, kann ich nicht. Motor aber geht nicht auf. Okay, das heißt... Ich müsste wahrscheinlich irgendwas mit den UV-Lichtern sehen können. Kann ich da rein? Aber ich glaube, da kommen wir her, oder? Was war das? Tut mir leid, Leute, ich möchte mich halt einfach hier umschauen. Das Auto ist super geparkt, war wahrscheinlich Murphys Frau oder so. Irgendwas muss man ja finden können hier. Kann ich das öffnen? Das ist gut. Was ist da? Alter! Ich weiß nicht, da schrecken die Nerven schon langsam. Ich knall dir den Buch weg. Scheiße. Nein! Verflucht! Alter! Triff halt! Alter! Okay, die Pistole ist eine Scheißwaffe. Ey, das kann doch nicht sein, ich... Ich muss doch den treffen können. Alter. Okay, die liegt. Ich hoffe, die bleibt auch liegen. Hier gibt's aber auch nichts. Das ist der totale Verarscheraum. Okay, da ist zugeschlossen. Oh, meine Fresse. Erschreckt mich nicht nochmal so. Okay, da kann ich auch nicht rein. Warte mal. Wir haben jetzt eh nicht mehr so viel. Ach doch, wir haben noch einige Patronen, also lasse ich die mal. Aber ich muss sagen,
Die blöde Tussi mit der Waffe zu treffen ist fast unmöglich. Alter, was ist denn das? Sorry. Also, zurückblicken geht ganz schwer. Okay. Dann gehen wir halt mal nach unten. Hä? Was war das? Das sind Efo-Spuren. Ach du Scheiße, da kommen wir gar nicht runter, oder? Ohne zu ertrinken. Too deep. I wonder where it goes. Okay, ich hoffe, die steht nicht wieder. Ich befürchte es nämlich. Liegt die noch? Nein, die liegt nicht mehr. Wo ist die? Scheiße. Hey, das sind diese komischen Spuren. Nein, die liegt noch. Okay. Die führen da rein. Kann ich da rein? Ach. If I can just get to that freight elevator. Komm, ey. Oder? Ja, das ist mir selber klar, dass ich das Gebäude betreten soll. Aber wo? Mal kurz das Licht ausschalten. Scheiße. Da kommen wir nicht rein, ne? Warte mal. Versuch jetzt mal was. Nee, funktioniert nicht. Ich hätte gedacht, das kann mich aufschießen. Scheiße, wie komme ich denn da rein? Halt, was war das? Ein Stuhl? Okay. Da irgendwas? Nö. Da? Da komme ich nicht durch. Da kann ich auch nicht lang. Scheiße. Der Feuerwehrschlauch. Warum liegt der da so schön? Ach so, zum Wasser abpumpen. Okay. Das ist gut. Müsste man nur noch ein Fachmann sein, Murphy, aber du weißt ja alles, also zieh mal. Sie haben den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Hey, ich denke, wir können jetzt da runter. Trotzdem würde mich interessieren, wie man den Fingerscanner da anwenden kann. Ich habe ja keine... Jetzt wollte ich sagen, ich habe keine Finger. Ich meine, ich habe nicht den richtigen Finger. Okay. Wie kommt der Rollstuhl schon wieder hierher? Jetzt warte mal. Das UV-Licht tut ja die Fußspuren einblenden. Das bedeutet, da war Blut. Mit UV-Licht kann man ja Blut herausfinden, ob Blut da lag. Also müssen das Blutspuren sein, denke ich mal. Aber was macht der Rollstuhl hier? Soll ich mich da reinsetzen? Wahrscheinlich soll ich den restlichen Tag damit genießen. Eine Sicherheitskarte? Alter. Was ist das für einer? Scheiße. Der liegt da wohl schon länger. Ah! Das Wasser steigt! Alter! Was geht jetzt ab? Schnell rauf! Verflucht! Alter, komm, 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 komm! Ey, ich tick aus, wieso... Oh! Nein! Nein! Nicht der schon wieder! Noch einer! Oh! Scheiße! Ich treffe den nicht! Hau ab! Oh, der liegt! Der ist weg! Okay, der ist weg! Der zweite! Nummer zwei! Da! Voll in die Visage, du Zecke! Hey, der ist auch weg. Shit happens, ey. Der ist aber jetzt auch tot, oder? Scheiße. Nein! Heb die Waffe auf. Alter.
Wie viele Patronen haben wir noch? Keine mehr, sehr gut. Dann steckt die Waffe weg, wir holen uns eine Nahkampfwaffe wieder. Da, die Feuerwehr, auch eine gute Idee. Der Hund ist tot. Hä? Wo kommt... Die Spuren waren doch vorher nicht da, oder? Aufheben. Aufheben. Ach, Tür schließen, toll. Der Hund ist tot, verflucht. Aber die alte Lady steht hoffentlich nicht mehr. Jetzt können wir in das sicherheitsgeschützte Räumchen rein. Vielleicht finden wir da ein paar Freunde. Oder wir finden wieder solche Mistzecken. Jetzt habe ich die ganze Munition verbratet. Auch sehr schlau, glaube ich. Schließ die Tür. So. Denn nur eine geschlossene Tür ist eine gute Tür. Was haben wir da? Was ist das? Oh oh. Da ist noch jemand da. Mich würde jetzt direkt interessieren, ob unten der Rollstuhl noch ist. Anschalten. This is DJ Ricks playing the tunes you want to hear. Year after year after year. We've been together a long time, Silent Hill, and we ain't done with each other yet. You see, DJ Ricks got an important news flash for y'all, so perk up them ears. I know a way out of town. Schau dich mal kurz um. Wie ich das hasse, wenn am Bildschirm irgendwelche Figuren langlaufen, die wo eigentlich gar nicht da waren. Vorher. Die Musik ist geil. Das ist das erste Lied, das mir gefällt bisher. Aber hier gibt's nichts mehr, dann können wir ja in den nächsten Raum da. Ich habe jetzt mit extra das UV-Licht noch an. Falls wir irgendwelche Spuren finden sollten. Sehr gut. Hier gibt's anscheinend nichts mehr. Öffnen! Ja, toll. Ah. Okay, das Radio müssen wir aber jetzt leider wieder ausschalten. Weil ich möchte hören, wenn eigentlich irgendwelche Monster hier sein sollten, wenn wir nochmal herkommen. Hä? Steht der da? Ist der da noch da, dieser Rollstuhlfritze? Nö, glaub nicht. Oh mein Gott, Leute. Müssen wir jetzt lang? Ach, durch die Tür, die wo vorher verschlossen war, wahrscheinlich. Na, mein Schnucki? Liegst du immer noch da? Mein Schatzi-Bubu? Eigentlich könnte Murphy mal reinstecken, aber ich glaube, das ist nicht so das Ziel von Murphy. Noch mehr Ziegelsteine in die Fresse? Sie sieht eh aus, als ob sie mehrere Ziegelsteine in die Fresse bekommen hätte. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Oder? Nee, da ist sie nicht. Das ist nicht die Tür. La 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 la. Gibt's jetzt eigentlich da drin was? Ah, da gibt's was. Schau. Einer an. Interner Bericht. Captain Brian Henley, Direktor Glenn Milton, Statusbericht. Interne Untersuchung. Wie kürzlich besprochen, hat meine Abteilung eine intensive interne Überprüfung der Gefängnispersonalbelegschaft begonnen.
Was wichtige Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt angeht, richten wir unsere Aufmerksamkeit besonders auf die Aktivität sowohl in der Vergangenheit als auch Gegenwart. Des Wärters George Seville, Entschuldigung, manchmal muss man einfach ein Bläh machen. Bläh. Oder Achipu. Laut Augenzeugenbericht des Wärters Frank Coleridge war Wärter Seville in eine Anzahl illegaler Aktivitäten verwickelt. Tja, da fragt sich, was für ein Angebot dann das war, was Murphy bekommen hat von ihm. Wenn der nicht ganz sauber war. Also, in Bezug auf sein, weißt schon, weißen Mantel. Allerdings liegen uns außerdem Augenzeugenbericht von Wärter Coleridge bisher keine weiteren Beweise hinsichtlich Seville angeblicher Vergehen vor. Und unsere Untersuchungen werden fortgesetzt. Ich erstatte Ihnen unverzüglich über neue Erkenntnisse Bericht hochachtungsvoll. Captain Brian Handley, Leitung des Wachpersonals. SQ45767. Was man da nicht erfährt, George Seville, illegale Aktivitäten. Was war das für ein Angebot, das er Murphy gemacht hat? Frag ich mich. Irgendwas stimmt da nicht. Und Coleridge ist ja der alte Kerl, der uns vor ihm warnte. Okay. Gut, dass ich den Bericht noch gefunden habe. Ach so, das war bloß, okay. Gibt's auf der anderen Seite noch was? Nein, oder? Jetzt könnten wir ja die Tür öffnen, normalerweise. Wenn der Hund nicht im Weg liegen würde, weil der pixelt alles zu. Man kann über den Hund nicht steigen, nein. Oh. Nein, Spann. Echt krank. Krank. So, wo ist die Tür? Das ist die Tür, nein, Spann. Scheiße, ich finde mich ja nie zurecht. Das ist aber auch extrem schwer kommentieren und gleichzeitig... Warte mal. Gleichzeitig herauszufinden, wo es lang ging, da waren doch diese Reifenspuren unten am Boden. Wisst ihr, was ich mittlerweile glaube? Dass die Reifenspuren von diesen Rollstuhlfahrern kommen. Das werden wir auch gleich sehen oder in der nächsten Folge sehen. Denn es ist leider wieder Zeit, wenn wir durch diese Tür fahren. Das ist eh die Tür, oder? Ist da irgendwo eine Kamera? Dann sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge uns wieder. Bis dahin. Peace.